Campus FM, die Deutschstunde. Ja, und wie versprochen habe ich inzwischen Besuch im Studio bekommen. Die Jungs von Adular sind bei mir, namentlich Tom, Jan, Michael und Frank. Hallo. Hallöchen. Hallo. Ja, alle sind sie da. Es ist ein wenig kuschelig hier und ihr kommt gerade direkt aus Jena. 5 Stunden Fahrt, habe ich gehört. Und gleich geht es auch weiter nach Oberhausen. Das ist nicht mehr so weit, aber ihr steckt mitten in eurer Deutschland-Tour. Wie war es denn bisher? Ja, super, würde ich mal sagen. Fröhlich, aber. Ja, es wurde ein bisschen gefeiert. Bisschen. Aber dabei wurde nie natürlich die musikalische Qualität außer Acht gelassen, würde ich mal sagen. Aber es waren Leute da, die mitsangen und feierten und sich freuten. Manche Tränen vergossen bei manchen traurigen Lied und bis jetzt war es schön. Gestern bin ich mit dem Mikro umgefallen. Ja, Tom ist umgefallen. Quatsch. Das war schräg. Was ist genau passiert? Weiß ich gar nicht. Erst gesehen, ich komme mich gar nicht daran. Ich weiß auch nicht. Er lag irgendwann auf Knien. Plötzlich lag er auf dem Boden. Was hat er die ganze Zeit gemacht? Sänger Tom hat auf Knien gesungen. Ist das so? Nee, Bass gespielt. Bass gespielt? Oh, aber ich habe die Ansagen auf Knien gemacht und das Mikro zu mir runtergezogen. Das unglaublich gut. Vielleicht kann man Ähnliches heute auch in Oberhausen erwarten. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Passend zur Tour gab es jetzt auch das neue Album Zu den Takten des Programms. Wir hören mal eben rein. Ist, gibt es bla 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 zum Nachtisch. Und er und sie und es fragt, was wer so über wen sagt. Anfangs ausgelaugt löst sich der Kram auf. Ja, da geht es gewohnt rockig zur Sache. Wir haben einen kleinen Eindruck gewinnen können. Was erwartet denn den Käufer der Platte da in etwa? In Kürze. Eine Mogelpackung? Keine. Ah, ich dachte schon, um Gottes Willen. Streicher, Jazzsängerinnen, Bläser. Waschmaschinen, die so heimlich untergemischt wurden. Extrem lange Sätze, die sich über eine ganze Strophe hinziehen. Oha. Ja, stimmt. Und Waschmaschinen, habe ich das richtig? Ja, ich habe in meiner alten Wohnung, da bin ich morgens aufgewacht und dann machte die Waschmaschine dieses typische Geräusch ganz am Ende, dieses Düsengeräusch. Mhm. Sehr schön. Oh, das muss irgendwie unbedingt aufs Album. Und dann haben wir schnell, habe ich mit meinem ehemaligen Mitbewohner ein Mikro dahingestellt, Kabel durch die ganze Wohnung gelegt und nochmal zweimal Wäsche gewaschen, obwohl nicht schmutzig war. Ja, und das ist im letzten Song zu hören. Ja, also wer Toms Waschmaschine hören möchte und noch viel mehr, sollte auf jeden Fall die Platte kaufen. Die neue Platte kam jetzt Mitte Oktober raus zu den Takten des Programms. Ihr kommt ja teilweise aus der Altmark, habe ich gelesen, also ein bisschen fern der Zivilisation, kann das sein? Und jetzt geht es in die große Welt. Das klingt hart. Ja, das ist das so? Eigentlich ist es so, ja. Ja, guck, dann darf ich es auch sagen. Ihr wart auf jeden Fall auch in England, Frankreich, Tschechien, Österreich und der Schweiz, also vom Dorf in die große, weite Welt. War das auch so ein bisschen vielleicht die Motivation dahinter? Oder? Wir haben jetzt viele Fotos gemacht und vor ganz großen Sachen wurde auf jeden Fall. Nee, in England waren wir ja nicht. Das stimmt. Das ist ja kursiert immer noch so ein bisschen. Das wird kolportiert, ist aber leider nicht wahr, weil wir vorher gesundheitlich zusammenbrachen, weil die Tour, die davor lag, zu lang war, als dass wir sie gesundheitlich hätten durchstehen können. Mhm. Wir waren 30 Tage praktisch ohne Pause unterwegs und waren dann einfach zu kaputt. Wir wollten es eigentlich machen, war schade, dass es nicht geklappt hat. Aber wir waren unterwegs, auch in anderen Ländern und das war schön. Aber es stimmt, dass ihr die Vorband von My Chemical Romance wart? Ja. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ja. Das ist doch schon mal was. Ist das auch so euer... Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ja, ist das so euer größter Erfolg oder wie kann man... Was ist denn da auf persönlich? Keinen Fall, auf keinen Fall. Erfolg war das hat nicht so viel bedeutet, ehrlich gesagt. Also, wir gehen nicht auf die Band. Es war ganz interessant, mal sowas zu sehen, aber generell Erfolg weiß ich nicht. Ich glaube, unser größter Erfolg ist, dass wir das machen, worauf wir Bock haben und dass Leuten das gefällt. Das ist der größte Erfolg, würde ich sagen. Das sieht man ja auch bei euren Konzerten dann. Unter anderem heute Abend in Oberhausen. Wir haben gerade schon gehört, bei euch geht auch manchmal was schief auf der Bühne. War das heute so gestern so der größte Schnitzer in Jena, dass das Mikrofon umgefallen ist? Oder gibt es noch mehr Pleiten, Pech und Pannen? Nee, da gibt es immer wieder lustige Dinge. Also Frank hat ja gerade von der 30-Tage-Tour geredet. Da hatten wir am Ende alle Bronchitis. Frank konnte seinen Fuß nicht mehr bewegen vor Kraftlosigkeit. Und Michas Kabel ging alle kaputt, Seiten rissen. Also da ging halt gar nichts zum Beispiel. Oder
In Hannover haben wir vorgestern oder vorvorgestern gespielt. Da hat uns jemand im Publikum daran erinnert, dass er vor 2 Jahren mal ein Konzert von uns gesehen hatte in Magdeburg, wo ich betrunken rückwärts ins Schlagzeug gekippt bin. Und das wusste man auch schon. Also es passieren so viele Dinge, die vergisst man dann aber auch irgendwann, weil es so viele Konzerte sind jetzt in den 3 Jahren. Man kennt uns halt auch unter dem Namen Katastrophadola, würde ich sagen. Okay, das klingt schon mal super. Ihr bleibt noch ein bisschen bei mir. Wir quatschen gleich noch weiter. Jetzt gibt's erstmal die brandneue Single Vom Sonnendeck von Peter Licht, nämlich Das Ende der Beschwerde. Heißt das gute Stück hier bei der Deutschstunde, dem Spezial am Dienstagnachmittag. Bitteschön. Campus FM, die Deutschstunde. Wir sind zurück bei der Deutschstunde, dem Spezial am Dienstagnachmittag mit den großartigen Jungs von Adula. Seid ihr noch da? Ja, klar. Sind da. Yay, da sind sie wach. Adula sind auf der Durchreise und stecken mitten in ihrer Deutschlandtour. Jetzt also auf einem kleinen Zwischenstopp hier bei uns in Essen, später in Oberhausen und gerade angekommen aus Jena. Das klingt nach einer Menge Stress. Ich gehe also davon aus, ihr seid hauptberuflich Musiker. Also größten Teil der Zeit schon, aber eigentlich sind wir alle Studenten. Also vom Beruf kann man jetzt nicht reden. Also Beruf ist jetzt Quatsch, will ich jetzt nicht sagen. Keiner von uns einen richtigen Beruf. Nee, also Nebenjobs und Studenten halt. Aha, okay. Also wir müssen jetzt eigentlich auch in der Uni sitzen. Ja. Also ja, ich studiere Ethnologie. Ich studiere Politikwissenschaften. Ich Musikwissenschaften. Germanistik. Oh, sehr schön. Auch ein Germanistikstudent. Ja, verrückt. Also ihr müsstet gerade in der Uni sitzen. Habt euch da ein bisschen rausgemult. Ja, ihr sitzt in der Uni, nur in der falschen. Aber das macht gar nichts. Das ist doch geil. Das ist meine Uni verbunden, macht's möglich. Das macht so alles. Das funktioniert auch. Das klappt schon. Ja, das Leben als Musiker ist hart. Wir haben eben schon ein wenig über euer aktuelles Album gesprochen. Zu den Takten des Programms heißt das gute Stück. Ist seit Mitte Oktober auf dem Markt. Dazu jetzt die passende Tour. Ja, wem die CD nicht reicht, wo sieht man euch denn das nächste Mal, außer in Oberhausen? So überall. Habt ihr da irgendwas im Kopf? Also kommt da noch alles nach Oberhausen. Es kommt noch Frankfurt, Freiburg. Oder meinst du das explizit hier? In der so regional, oder? Nee, überall. Überall. Man reist euch doch bestimmt gerne hinterher. Naja, so diese großen Dinger, so Berlin und sowas haben wir jetzt hinter uns. Es kommt im November noch Hamburg und... Ja, Reisenach spielen wir noch. Frankfurt, Freiburg. Siegen sind wir doch auch noch, oder? Siegen, Stuttgart. Siegen ist doch hier in der Nähe. Da ist einiges, ja. Nicht zu weit weg. Auch NRW. Ja, da kommt doch was. Da kommt noch einiges auch auf euch zu. Ja, sehr schön. Apropos Konzert. Mich interessiert ja immer, wo wart ihr denn privat das letzte Mal auf einem Konzert? Oder habt ihr da gar keine Zeit für? Schwierig. Oh, verdammt. Doch, Wärme hat schon Zeit. Highfield, wie war das? Ich hab The Hirsch-Effekt gesehen. Ja, da war ich auch. Neulich. Das war auch eine großartige Band aus Hannover. Das war super, wie immer. Voll geil. Hirsch-Effekt. Ja. Hirsch-Effekt. Kann man sich merken. Dann hatten wir alle zusammen über die Booking-Agentur Gästelistenplätze fürs Highfield-Festival in Leipzig. Reingemogelt haben wir uns. Mann. Ja, da haben uns die Deftones sehr glücklich gemacht. Und ich war letztens in Berlin noch bei Edward Sharp. Kennst du? Nur ein Lied. Home. Ja, genau. Ist das nicht auch in der Werbung irgendwo? Man weiß es. Ja, sehr schön. Wir wissen Bescheid. Ihr habt uns aber auch 2 Stücke mitgebracht, die wir später hören. 3 sogar, habe ich gehört. 3 Stücke, kann das sein? Was spielt ihr? Schon mal eine kleine Ankündigung. Was kommt da? Tanzen, Kotzen, Ungelenk und einstudiert und die ekelhaften Pläne. Oh ja, das klingt wunderbar. Wir sind gespannt. Gleich also mehr von und mit Adula. Jetzt gibt es erstmal Jay-Z mit... Nee, T.S. Uber mit Jay-Z singt uns ein Lied. Schade, oder? Das wäre auch super gewesen. Bruder, wie ein dickes Gnu. Gleich gibt es aber auch noch das unfassbar tolle Deutschstunde-Quiz. Kennt ihr das schon? Hört mal rein. Hochspannung, Drama, Nervenkitzel, Erotik, Action, Siegeswille. Ein bisschen Spaß muss sein. Das ist alles nur geklaut. Jubel, Trubel, Heiterkeit beim Deutschstunde-Quiz. Ja, und da wird gleich Frank gegen meinen Kollegen Mike Hoffmann antreten. Hast du schon Angst? Ach Quatsch, ich bin siegessicher wie immer. Oh ja, Frank ist siegessicher. Jetzt kommt kein Jay-Z. Mein Gott, jetzt kommt natürlich T.S. Uhlmann. Bitteschön. Spaß sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Es kann nur einen geben.
Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Musik. Nirgendwo sonst liegen Sieg und Niederlage so nah beieinander. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Nur der Beste kann gewinnen. Schweiß, Blut, Angst, Triumph. 3, 2, 1, der Druck steigt. Das Deutschstunde Quiz. Ja, es wird ernst hier beim Deutschstunde-Spezial am Dienstagnachmittag. Bei mir sitzt jetzt Frank von Adula, der tritt an gegen meinen Kollegen Mike Hoffmann hier beim großen Deutschstunde-Quiz. Seid ihr bereit? Ja, absolut. Das klingt beides schon mal relativ siegessicher. Damit keiner meckern kann, gibt's jetzt für euch nochmal die offiziellen Regeln. Achtung! Achtung, die Regeln. Drei textliche Meisterwerke der deutschsprachigen Musikszene. Für euch vorgelesen. Hört genau hin. Drei unterschiedliche Lieder und ein Interpret. Wer kann das nur sein? Ja, wer kann das nur sein? Wir finden es heraus. Hier kommt der erste Tipp. Bitteschön. Haben wir das nötig? Ein unwürdiges Spiel. Das laute Schweigen, die Freundschaft im Exil. Jegliche Versuche durch Sturheit abgeblockt. Ich hab es satt, bin müde, du und dein falscher Stolz. Ich hoffe auf ein Zeichen. Du bist dran, es liegt an dir. Dein Riesenbonus ist demnächst aufgebraucht. Jenseits jeder Logik, die Gefühle strapaziert. Niemand hat doch wohl dein Herz ausgetauscht. Das klingt schon mal hochdramatisch. Das könnte aber auch an den Klavierklängen liegen, die gehören übrigens nicht dazu. Hat jemand vielleicht eine kleine Ahnung, aus welchem musikalischen Genre das stammen könnte? Harter Rap? Na, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Klingt mehr so nach Gitarrenpop. Das hast du so schön gesagt. Wir gucken mal, ob sich dieser Eindruck verstärkt. Hier kommt der nächste Tipp. Hier oben, wo die Luft am dünnsten ist, wo nur Mut, nicht vor Angst, die Augen schließt, ist der Traum vom Fliegen so erfüllbar nah. Ah, ich weiß das. Die langen Bretter, die die Schwingen ersetzen, Gesetze der Schwerkraft zu verletzen, ist das der Schanzentisch Reinhard May und über die Katapult. Wolken vielleicht sogar der Song? Als ein Spielball aller Winde, selbst Kontrolle Quatsch. Nicht zu verlieren, außer lieber, Kopf und Kram Mike. Möglichst. Was willst du wissen? Wohl eher nicht, Oliver. Nein, Mike weiß keine Antwort auf meine Fragen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr jetzt sehr schnell drauf kommen werdet. Haltet euch bereit, Ohren gespitzt, Achtung. Komm mit mir ins Abend. Alles ist pur. Auf deine Tja, man muss einfach sich das, ja, komm, Einwortsätze das sind der Schlüssel zum Sieg, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Meine Mutter ist riesen Pur-Fan, unglaublich. Und deine Mutter ist auch sehr stolz auf dich jetzt. Das glaube ich auch. Dann hat mir jemand gesagt, ich sollte in ganzen Sätzen antworten. Das hat mir den Sieg gekostet. Ja, Effizienz gewinnt, würde ich mal sagen. Frank von Adula holt den ersten Punkt. Ja, das ist unglaublich. Damit wird es gleich noch einmal richtig spannend. Bleibt also dran bei der finalen Fragerunde. Es geht um Pur. Mein Gott, was ein tolles Thema. Wir können es gar nicht mehr abwarten. Jetzt kommen erstmal die Drogen mit Guten Tag. Emotionen. Schweiß. Angst. Triumph. Wir holen zurück, was uns gehört. Der Druck steigt. Das Deutschstunde-Quiz. Ja, wir sind zurück beim großen Deutschstunde-Quiz. Immer noch bei mir mein Kollege Mike Hoffmann und Frank von Adula. Der hat gerade schon den Sieg nach Hause geholt. Es steht 1:0 und es geht um Pur.
Unglaublich. Und Frank, deine Mama ist so großer Pur-Fan. Mhm. Guck an, die war selten stolzer auf dich, würde ich behaupten. Ich glaube auch, ja. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Ich sage es direkt, ist eine Multiple-Choice-Frage. Und das mit gutem Grund. Was studierst du nochmal, Frank? Ethnologie. Ah, okay. Da hast du wahrscheinlich nicht so viel mit Mathematik am Hut. Und vom, gar nicht. Guck an. Und von Mike weiß ich, du auch nicht. Ja, das war eine Katastrophe. Ja, pass mal auf. Jetzt harter Tobak. Wenn man das Alter aller Bandmitglieder addieren würde, wie alt wären sie dann insgesamt? A. 300, B. 254 oder C. 180? Ich sag B. Damit hat sich Frank schon entschieden und... Du bist klingt ja, nach unglaublich. Richtig. Naja, das war doch klar, oder nicht? Hallo, klingt nach sehr richtig. Der Pur-Experte Frank holt den nächsten Punkt nach Hause. 2-0 steht es. Mike, dir steht das Wasser bis zum Hals, würde ich sagen. Ja, aber ich habe keine Chance, wenn ich gegen so einen harten Fan von Pur der antrete. Druck steigt, sag ich mal. Ich habe gehört, er kennt jeden Song auswendig. Oh, alles klar. Ja, so, Freunde, die letzten zwei Fragen. Wie heißt denn eigentlich der Frontmann der Band? Hartmut Engler. Guck mal da. Was? Unglaublich. 3-0. Komm, und wir geben dir noch eine Ehrenrunde. Ich würde sagen, das Ding ist entschieden. Trotzdem kannst du dein Expertenwissen noch ein letztes Mal beweisen. Und zwar, durch welche Frisur erregte der gute Mann denn damals so richtig Aufsehen? Er hatte so eine kleine Locke an seinem rechten Hinterkopf. Hatte er tatsächlich. Ach, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß nicht, ob mir das peinlich sein soll oder ob ich stolz darauf sein kann. Auf keinen Fall. Du trägst das Ding mit Stolz nach Hause. Frank von Adula holt heute den Sieg beim Deutschstunde-Quiz mit einem grandiosen 4-0. Mike, wie fühlst du dich? Ja, das gab's noch nie. Aber wie gesagt, er ist halt der Experte auf dem Gebiet. Tja, da muss man sich auch so eine Niederlage mal eingestehen können. Ne? Pur macht es möglich. Die Stimmung ist gut. Gleich gibt es Live-Musik von und mit Adula. Jetzt gibt es erstmal Herrenmagazin für euch. Wir hören uns gleich wieder. Sehr gut.